Ja, hallo. Heute wollte ich euch gerne zeigen, wie man einen Plauwalf haltet. Schaut euch dazu bitte zuerst mal mein Video zur Fischbasis an. Dann nehmt ihr euch bitte an. Legen die so hin, dass die Spitzen nach oben, diese offenen Spitzen hier nach oben zeigen und drehen das. Danach falten wir diese Seite. So. Zu dieser. Wenn wir das gemacht haben, falten wir jetzt diese Seite. Also diese ganze Seite erstmal nach unten und wieder hoch. Nun ist hier eine Hilfslinie entstanden. Zu dieser Hilfslinie falten wir jetzt diese Seite. Nun nehmen wir diese Spitze und falten die dahin. Nun falten wir diese Seite zu dieser. So. Und falten diese Spitze hier. Diese. Stecken wir leicht rein, das heißt aufmachen und leicht reindrücken. So hier. So, dasselbe machen wir jetzt auf der anderen Seite, das heißt wir drehen um. Falten erstmal das runter, da hoch. Ist jetzt diese Linie entstanden. Diese Linie falten wir jetzt diese Seite. So. Dann falten wir diese Seite dahin, also das heißt diese Spitze wieder dahin. Jetzt diese Seite zu dieser. Sieht das jetzt so aus. Dann drücken wir diese Spitze wieder rein. Das ist jetzt so halb, so. Etwas piepsig, aber es klappt. So. Ist jetzt drin. Jetzt drehen wir das wieder zurück. Nehmen wir uns die vordere Spitze und falten die leicht nach links. So, ich zeig mal. So dass die Linie, diese Linie dann ungefähr da ist. Jetzt machen wir das hier vorne auf. Entlang der Seite falten wir jetzt das rein. Drehen das Ganze um, falten die Seite, die wir jetzt noch haben, nach hinten. Dadurch haben wir jetzt eine Falz und dann drücken wir das dann einfach hinein. Ich zeige es nochmal kurz. Eigentlich nur so nach hinten falten, damit wir auf beiden Seiten dieselbe Linie haben und danach einfach beides hineinstecken. Da hinein. Drehen wir das und falten jetzt diese Seite, klicken wir so nach innen. So, Moment, so nach innen. Drehen das wieder um. Sieht das so aus. Eigentlich einfach nur so reinfallen. Wenn sich das so anguckt, sieht schon beinahe aus wie ein Blauwal. Falten wir diese Seite zu dieser. So. Und machen das hier vorne auf und klappen das da einfach hinein. Jetzt sind wir schon fast fertig. So. Jetzt drehen wir unser Plover so hier. Und falten danach einfach das nach hinten. So.
Dann wieder nach unten. Das bedeutet, erst nach oben und danach nach unten, aber etwas drinnen lassen. Sieht das dann so hier aus. Und hier hinten so. So eine Ziehharmonika. Zack, zack. So, jetzt machen wir das hier hinten so auf. Dann schneiden wir entlang der sich dort befindlichen Mittellinie einfach rein. Zack. Kommen wir zu Spalten. Kicken das so hinten. Fassen hier unten rein. Machen das so platt. Selber auf der anderen Seite. Einfach reingreifen und platt machen. Sind die Flossen fertig. Tada. Fertig ist unser Plauwal. Jetzt können wir hier nochmal ein Auge reinmachen. Die haben wir nur sehr kleine. Und fertig ist der